noch gekommen, aber... Ja, genau. Ja. Wir haben ja noch einen Kapitän als Stammgast in dieser Sendung, einen ehemaligen Kapitän, und der hat sicherlich auch dazu was zu sagen. Ich begrüße am Telefon Lodder Matthäus. Lodder, wie sieht die Situation aus für Michael? Was denkst du drüber? Herr grüß Gott, ich freue mich natürlich erstmal, dass ich zugeschaltet wurde in die Sendung. Ich bin natürlich stinksauer darüber, dass wir heute verloren haben. Gegen Weißrussland, mit Bulgarien haben wir 0-1 verloren. Und ich wurde natürlich auch vom bulgarischen Verbandspräsidenten gefragt, warum das Gegentor. Habe ich gesagt, das weiß nicht ich, das weiß Russland. Aber trotzdem, man muss natürlich sagen, Michael Ballack, ich sage mal so, 34 Jahre alt, 3 Kinder und arbeitssuchend. Da bist du normalerweise bei RTL im Vormittagsprogramm. So schaut's aus. Aber ich muss natürlich dem Ansgar Brinkmann recht geben. Ich finde es auch eine Riesensauerei. Man hätte ihm noch mindestens 2 Länderspiele geben müssen. Dann wäre er eben im Club der Hunderter gewesen, natürlich, wunderbar. Freue mich aber auf der anderen Seite über die Jugendwelle bei der deutschen Nationalmannschaft, die ich ja privat vor 10 Jahren schon eingeläutet habe. Absolut richtig. Und nochmal zu Michael Ballack. Baldi, du kannst es nachvollziehen. Ich finde es eine Riesensauerei. Stell dir vor, du moderierst seit Jahren erfolgreich diesen Club und dann kommt einer daher, der Ahnung hat, der sich auskennt und du bist raus aus der Nummer. Das fändest du auch blöd. Da wird sich auch beschwert. Alles nur wegen Ballack. Ja?